In Castrop-Rauxel und Umgebung erwartet uns eine durch und durch internationale Woche. Ein Gastgeber treibt es bunter als der nächste. Geil. Ach, haben wir es ja. Das ist ja ganz großes Kino hier. Aber schön, hä? Geile Show, hä? Nur hat die Vorstellung leider Verspätung. Eineinhalb Stunden warten wir jetzt schon hier auf unsere Hauptgänger. Fisch muss glasig sein. Die war tot gegrillt. Geschmacklich ist es tatsächlich so, überwiegt das Olivenöl, weil hier zu viel Olivenöl dran ist. Könnte man vielleicht ein bisschen reduzieren, vielleicht stimmt das, aber ich liebe ja das. Als erstes fallen wir in Maheshs Restaurant The Elephants ein. Mit unseren Gewürzen, wir gewinnen die Sache. Die Konkurrenz findet immer was. Weiß nicht, was für ein Kräuter ist das hier bitte? Wenn man da jetzt drauf rumbeißt, kriegt man das gar nicht gekaut. Die Portionsgröße ist mega. Für mich deutlich zu viel. Ich finde auch, dass die Proportionen nicht ganz passen. Willkommen in Castrop-Rauxel und Umgebung. Im The Elephants führt uns Mahesh in die ceylonesische Küche ein. In Kares Küchenzauber gibt es tags darauf das deutsche Kontrastprogramm. Auch Marleen will der Konkurrenz davonziehen, an Tag 3 im Parkbad Süd. In Zinsbach Traquisin kommt vietnamesische Crossover-Küche auf den Tisch. Und das Finale feiern wir in Nuncios Trattoria Puglia. Frisch aus dem Flieger und die Frisur sitzt Mike Süßer. Willkommen am westlichsten Zipfel des Sauerlands. So, ihr Lieben, neue Woche rund um Castrop-Rauxel heißt das. Ne? Waren zwei Städte, hat man zusammengelegt. Ja. Micky Beisenherz kommt daher, ne? Schöne Grüße. Und ich bin jetzt in Halver. Auf dem Weg von Düsseldorf bin ich mit dem Flieger angekommen. Hierher halten wir an. Warum? Weil der Mahesh sich beworben hat und er muss so eine coole Type sein. Er kommt aus Sri Lanka. Übrigens, die Küche hatten wir auch noch nicht bei uns in der Sendung. Von daher total spannend für mich. Und er startet mit zwei Konzepten. Und ich weiß nicht, mit welchen und was. Keine Ahnung. Ich hoffe auf einfach mal was Neues. Ich will ja auch lernen. Also, los geht's. Maheshs Lokal hält sich schon seit 8 Jahren in Halver. Und das aus guten Gründen. Mein Name ist Mahesh, Geschäftsführer der Elephants. Wir sind einzigartig in dieser Stadt. Erst einmal die Farbe her, wir bringen ein bisschen Farbe ins Dorf. Und zweitens die ganz andere Menü, wo man das hier nicht befinden kann. Und es hat lange gedauert, aber das Konzept ist mein Konzept. Es ist mein Baby. Nach Jahren im internationalen Marketing gibt es für Mahesh nur noch die Gastro. So, Essen, Esskultur ist alles. Was man isst, isst man auch. Sieht man auch. Ich habe die zwei Konzepte, weil ich komme aus Südostasien und ich lebe in Mitteleuropa, Deutschland. So habe ich gedacht, unsere Kultur näher zu bringen. So deshalb habe ich gedacht, ein europäisches Konzept und das asiatische Konzept zusammenzutun. Und wir haben darauf auch eine tolle Menükarte entwickelt. Ist eine spannende Herausforderung. Es sind ja dann wirklich die deutsche Kultur und die Kultur Sri Lankas dann in zwei Konzeptvarianten dann in das Lokal hineinzubringen. Das kann schon auch eine Herausforderung sein. Die nehmen der 54-Jährige und seine 12-köpfige Crew gerne an. Also, schön, dich zu sehen. Schön, dass du dich beworben hast. Ne? Mal ein ganz anderer, neuer Touch. Ne? Das war meine Wunsch gewesen. Ja, cooler Typ, hat man mir gesagt. Was ist das da drüben? Das ist deine Chili Brunch? Nee, das ist Heber Lounge. Die sitzen an, das ist Tea Time. Ah, okay. Diese Uhrzeit, ja. Okay, cool. Aber man kann da auch Mittagessen und alles, oder? Absolut. Ja, okay. Restaurant, wie erzählen wir? Das sind zwei Konzepte? Das ist Two-in-One-Konzept. Ja. Das ist Heber Lounge. Ja. Und was man hier sieht, ist der Elefant. Ja. Und aber gleiche Menükarte. Und kann alles essen. Kann alles essen. Also brauchen wir gar nicht lange über zwei Konzepte reden. 120 Sitzplätze auf 400 Quadratmetern. Nicht schlecht. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Von Einrichtung her gefällt mir auch. Ich verstehe das auch. Links holt er mehr so den Tagesgast ab. Im Grunde genommen kannst du dir aussuchen, in welchem Ambiente du gerne sitzen möchtest. Und ich würde fast sagen, okay, am Tag Frühstück und so vielleicht eher da. Und dann abends ein bisschen in dem anderen Bereich. Ist ja auch unterschiedlich gestaltet. Sehr schön übrigens, beide Sachen. Also doch nicht so schwierig, wie ich mir gedacht habe. Ich war noch nie in Sri Lanka. Ja. Ich habe noch nie die Küche Sri Lankas auf meiner Zunge gehabt. Eine Fehler. Ich,
War ein Fehler. Das ist auch geil. Danke für den Hinweis. Ja. So, und die Jungs, guten Tag, hallo. Die kochen auch für mich jetzt gleich oder gehst du mit in die Küche? Ich gehe mit in die Küche. Ja? Ja. Okay, bist du denn Koch oder wie ist dein Werdegang? Nein, also dieses Konzept ist seit 2015 und habe ich entwickelt. Ja. Und alle Gerichte hier gekocht wird, das habe ich auch selbst entwickelt. Cool. Bis jetzt. Und die Köche, die sind erfahrene. Und ich komme aus Teebranche. Ich bin beruflich Tee-Tester. Deswegen die Hefertelung. Ganz genau. Ah. So Tasting ist mein Beruf. Ah. Ist egal was. Ja. Kann Wein sein, kann Schokolade sein, auch kann Essen sein. Das bin ich auch. Ich bin auch Tester. Ne? Aber meins trägt mehr auf. Ne? Mahesh's Küche zieht sich über 100 Quadratmeter. So, ab in die Küche, oder? Ja. So, guten Tag, hallo. Hallo. Hallo, hallo. So, ihr Lieben, erzählt mir mal. Du kannst ja eurer Landessprache oder Englisch, wie ihr sprecht, das mal übersetzen. Ich bleibe im Deutschen. Ne? Ja. Sagt man Sri Lankesisch? Das ist ceylonesische Küche. Okay. Sri Lanka war bis Anfang der 70er Ceylon. Also nur, dass ihr das nicht verwechselt. Ne? Nicht, dass er sagt nicht Sri Lanka-Küche, er sagt ceylonesische Küche. Welches Gericht bekomme ich denn? Also, wir haben entschieden für ceylonesische Ghee-Reis. Ja. Das machen wir heute. Also. Ghee-Reis, sagt man das? Das ist Ghee-Reis. Ghee-Reis, ja. Ghee ist ja quasi ein Butterschmalz. Ne? Und das heißt, das ist ein Butterreis. Ja. Das ist also, spielt Reis wirklich eine Riesenrolle bei euch? Also, ich gehe mal davon aus. Das ist unsere Haupternährung. Ja. Und damit machen wir vieles. Also, okay. Wir kochen das auch in unterschiedlicher Art und Weise. Okay. Gibt es da irgendwas an der Seite dazu oder ist das nur Reis? Nein, das gibt auch Curry und Fleisch dazu. Ah, okay. Auch Hähnchen-Oberkeulefleisch ohne Knochen nutzen wir. Okay, alles klar. Ein Hähnchen-Curry-Gericht wäre es also. Ja, das ist fast auch ein bisschen was ich erwartet habe. Also, dass da viel mit Chicken gemacht wird, das weiß ich auch. Mahesh's Oberkeulchen müssen nun zunächst mal pariert werden. Wo kriegst du denn so ein schönes Hühnchen her? Hast du da so ein Landhuhn? Oder? Das ist Landhuhn und wir kriegen von einem privaten Mann. Das wird geliefert und da kriegen wir auch unsere Fleisch an. Okay, alles klar. Das ist Gewürze, unsere hauseigene Gewürze, das wird zubereitet. Ja. Ist ja genau deswegen bin ich ja da. Ja. Und das ist Ingwerpasta, das ist selbstgemachte. Okay. Und dabei auch Kurkuma nutzen wir. Ne? Okay. Aber Farbe auch, ne? Farbe das auch. Ist ja das ist der Curry, genau. Hausgemachter Curry. Was ist das? Und das ist Regenwaldpfeffer, was Besonderes ist. Regenwaldpfeffer. Darf ich es aber anstoppen? Ja. Regenwaldpfeffer habe ich noch nie gehört. Ganz bisschen. Das ist sehr intensiv und scharf. Sehr intensiv und scharf? Ja. Oh, das heißt, wenn ich das jetzt esse, habe ich Regenwald in den Augen, oder was? Ja. Sehr aromatisch. Sehr aromatisch, ja. Das sehr wird nicht gepflückt, das wird gesammelt nach dem Monsunregen. Das wächst in Regenwald in Südostasien. Ja gut, das ist schon ein Aromakur, ne? Da ist jetzt Kardamom, da ist Zimt, da ist Tamarinde, da ist ja alles drin, mit Kurkuma, mit Curry. Da ist jetzt schon mal richtig Bums drin. Noch mehr Bums erzeugen Chili, Salz und Naturjoghurt. Das kommt jetzt in den Ofen rein, 180 Grad. Ja. So ungefähr 30 Minuten. Ja. Und nicht vergessen, wir tun das mit der Haut, damit das Fleisch auch richtig nicht trocken wird. Das ist jetzt schon für mich eine starke Ähnlichkeit zur indischen Küche. Also ich war schon mal mehrere Wochen in Indien. Wir durften auch welche besuchen, ein paar schöne Lokale jetzt hier von meinem Lokal, dein Lokal aus. Und das ähnelt schon stark der indischen Küche, finde ich jetzt. A la carte haben wir hier vorbereitet. Ja? Alles klar. Das ist original, das was du für das ist original. Früher, was du gerade reingemacht hast. Und jetzt sehe ich, wie es losgeht. Also wenn jetzt der Bong neu kommt, dann geht das los. Ja? Okay. Erzählst du uns auch, was in deinem Wok so vor sich hin brutzelt? Der hat hier die Kokosöl reingetan, die Zimt, Lemongrass, Ingwer, Curryblätter und der lässt das auch langsam anbraten. Okay. Ja. Veredelt wird das Ganze mit Curry, Kurkuma und Chili. Schaut gut aus. Das ist Wasser. Okay. Da müssen wir ein bisschen Wasser rein. Ihr macht das mit Wasser, nicht mit Brühe. Das ist auch typisch. Ja, ist Wasser, genau. Das ist natürlich auch gut, ne? Die Gewürze wirklich nochmal mit anschwitzen. Dann hast du halt die ganze, die pure Aromatik drin. Ne? Die ätherischen Öle werden freigelegt und das hat dann einfach Power, ne?
Warte, ein bisschen kenne ich. Was ist das? Tamarind. Okay. Halb, das machen wir selber auch. Okay, ne? Okay. Tamarindenpaste kann man im Asia-Shop sonst kaufen. Ja, hat diese schöne Säure, ne? Ganz genau, ganz genau. Jetzt Kokos? Das ist Kokosdickmilch. Aha, jetzt geht's wie weiter? Ist das eigentlich quasi gleich fertig? Quasi gleich fertig, aber wir lassen das auch ein bisschen, diese Gewürze und diese Soße auch in Fleisch einziehen. Okay, wie lange dauert das ungefähr, bis das jetzt servierfertig ist? Das ist drei Minuten. Nee, können wir gehen. Können wir gehen? Ja, kein Problem. Komm, suchen wir uns einen Platz. Ja, auf geht's. Einmal Chicken Biryani. Bitte schön. Danke, danke. Danke, jo. Ja, Junge, ist das eine Portion? Ist das normal? Ja, selbst der Teller jetzt mal ohne die lieb gemeinten großen Beilagenportionen, das ist ja ein Riesenteller. Was man sofort merkt, sind diese Aromen. Ne? Also das kommt sofort rüber. Ja. Was haben wir das hier? Das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes. Und das ist Avagino Mojo. Nein, überhaupt nicht scharf. Mojo. Mojo. Ja. Das gibt eine super Struktur. Boah. Aubergine ist das. Mit Paprika und. Paprika, Ceylon-Kokosessig. Das ist ohne Kombination geil. Ja, das ist Cashew, Erbsen und Möhren mit Kokosdickmilch veredelt. Wow. Das ist ja schon allein ein eigenes Gericht, ne? Das mit den Cashew, ne? Das könnte ja ein super veganes Curry sein, ne? Echt der Hammer, ne? Also, boah. Okay, ich habe noch nicht mal die Hauptkomponente probiert und sage jetzt schon gewaltige Beilagen. Der Mensch lebt nicht von Nüssen allein, also ran ans Hühnchen. Ich stehe auf sowas. Ich stehe auf Aromen, ich stehe ja auch, das weiß man auch, ich mag ja asiatische Küche sowieso. Ich war auch schon mal in Indien. Mhm. Aber das ist noch mal jetzt wieder anders. Ne? Dein Hühnchen ist klasse, ist toll, die ganze Marinade, der ganze Geschmack ist super, aber mit dem zusammen ist das ein Feuerwerk. Und es hat so eine, es kommt dann auch leichte Schärfe, aber nicht scharf, es ist aber auch nicht mild, das ist super. Hier fehlt mir einfach gar nichts. Ich habe eine tolle Aromatik. Ich habe ein tolles, gegartes Oberkeulchen. Ne? Ist wirklich saftig immer noch, auch das stimmt. Dein Reis. Ich meine, Basmati-Reis schmeckt von Haus aus schon gut, muss man sagen. Ne? Ja. Aber der hat jetzt so wirklich so eine leichte Aromatik. So. Und dann alles zusammen ist ganz toll. Das müssen wir zum Schluss noch mal erklären. Das wird ein Ei sein, oder? Das ist gebratenes Ei. So. Und das ist so das Highlight noch mal zum Schluss für mich. Ich finde das super. Ich kann auch keinen Tipp geben, weil ich das erste Mal diese Küche so genieße. Völlig anders mal so in der Konstellation. Gerade mit dem Pfeffer, mit dieser Aromatik von dem Pfeffer. Die Mischung dann, gerade Bohnen, Kokosmilch, fand ich auch sehr spannend. Toll. Mike hat einfach mal meine Seele gestreichelt. Wenn ein Spitzenkoch so gelobt wird an unsere Gerichten, was kann man noch erwarten? Noch mehr Lob? Jetzt starte ich gleich mal, weil ich hier ja, ich sag mal, neben dem Teehaus bin. Ne? Ich kann euch sagen, das hatte alles, das Gericht. Ich habe auch keinen Verbesserungsvorschlag, weil ich mich zu wenig auskenne. Es hat ein bisschen was aus Indien, hat ein bisschen was aus Asien, hat trotzdem seinen eigenen Touch, seine Aromatik. Ich kann euch was anderes sagen. Ich würde für dieses Gericht hier wieder herkommen. Und wegen dem Typ auch.